So, ohne großes Tarara gehen wir in ein neues Projekt rein. Super Peng, das Spiel, sehr alt schon. Mein Kindheitsspiel sozusagen auch. Wir sehen hier, wir haben hier 4 Modis. Wir haben auch übrigens den Panik-Mode, aber der ist nicht zum Durchspielen gedacht. Ziel ist es, alle 40 Level in jedem Modi einmal zu machen. Dann ist dieses Projekt auch beendet. Kann also ein bisschen in die Länge gezogen werden, anstatt nur 5 Parts, weil ich denke mal, so ein Part wird so 10 Minuten bis 15 Minuten werden. Ah, ihr werdet es schon sehen. Simpel ist es eigentlich. Man hatte ja schon am Anfang, hat man ja schon erkannt, was zu tun ist. Wir müssen einfach nur die ganzen Bälle kaputt machen. Mehr müssen wir nicht. In jedem Level, das wird natürlich immer schwerer. Und je nachdem, wie hoch, also wie, welches Level wir haben, desto schwerer wird es natürlich, ist ja auch klar. Aber das ist ja eh der Einfachmodus, also von daher wird das kein großes Problem sein. Das ist die Weltkarte. Unser Ziel ist ganz links und jetzt sind wir bei Java Island. Wow, das ist ein Zeitstopper, kennen wir auch schon. Oder kennt ihr vielleicht gar nicht. Und ja. Übrigens können wir auch Leben zukriegen. Wir sehen ja unten links, unten eher gesagt, die ganze Zeit Anzeige, was wir alles haben. Zweimal fressen und so. Und ja, wir können Leben dazu kriegen. Kommen wir alle später zu, wenn es soweit ist. So, ihr habt vielleicht schon erkannt, das sind die doppelten Pfeile. Man kann also 2 abschießen. Es gibt noch viel mehr Modifikationen, werden wir alles zukommen. Und hier müsste eigentlich das erste Level sein, wo gleich ein Einhorn auftaucht. Wenn mich das nicht alles täuscht. Und da ist es auch schon. Hallo. Danke. Ich wollte immerhin mein Leben haben. So, wie ist das jetzt mit dem Ball hier? Kommt der rüber? Natürlich. Mein Apfel! Ich will meinen Apfel haben. Vitamine! So. Also, es wird kein großes, Mother redet hier die Welt zu. Und jetzt haben wir das beschissenste Item bekommen, was wir haben können. Denn das ist einfach nur ein, Enterhaken. Und nun ja, der macht uns dann leicht Probleme. So, Schutzschildzeit. Wir haben ein Schutzschild, wir können einmal getroffen werden. Simple Technik. Und das hier ist ein Super-Shooter! Verdammt. Ja, und das war Slow-Motion-Bonus. Ihr seht, es gibt viele Bonus hier. Wir haben zwar unser erstes Leben verloren, aber ich mache da mir nichts draus. So, wir sehen, wir reisen weiter nach Silk Road. Hey! Das Ganze natürlich ohne Save-States. Wäre mir am liebsten. Aber ob es so sein wird, ich weiß es nicht. Weil die Level werden am Ende wirklich... Expertenmodus ist sowas... Ja... Da würde ich... Was mach ich da? Im Expertenmodus würde ich am liebsten... ja, Smith Save State spielen. Weil das kann doch schon richtig heftig werden. Ich weiß nicht, wer den Expertenmodus kennt. Das war jetzt übrigens geplant, nicht, dass ihr euch wundert. So, einmal da reingucken. Und da ist eine Uhr drin. Wenn sich die Leute hier beeilen würden, dann kriege ich vielleicht die Uhr noch. Ah, wird nix. Okay. Aber ihr seht, das Spiel ist richtig simpel zu verstehen. Ich sollte mal anfangen. So die Spiele, die ich so, ja, spiele. Für die Leute, die sie auch mal spielen wollen, ne? Die ganzen Seiten verlinken und so. Je nachdem. Übrigens ist Silk Road in China. Kenne ich aus einem Spiel, was ich damals immer sehr oft gespielt habe, was momentan ich nicht spiele, weil ich eigentlich ein Projekt damit geplant habe, aber... Nun ja, was nicht laufen will, will nicht laufen. Damit muss ich dann einfach eine Pause machen. Also nein, nicht falsch verstehen. Was nicht laufen will, natürlich. Ich zwinge nichts dazu zu laufen, aber es wäre mir lieb. So, das ist, ich weiß nicht, wie man es nennt. Es ist Nyan Cat. Wenn Nyan Cat einen Ball abkriegt... Ich habe das Ding jetzt ernsthaft Nyan Cat genannt, ne? Wenn das Ding einen Ball abkriegt, dann rastet das manchmal ein bisschen so aus. Und fliegt dann ein bisschen umher. So, und jetzt sind wir zum ersten Mal in der Zeitdrängnis. Das meine ich, das ist... Ah, da, boah.
Ja. Danke! Stage clear! Noch 10 Sekunden hätten wir aber. Nun ja. Ihr seht, es wird Nacht, also es ist so eine Art Tagesreise. Man ist immer einen Tag irgendwo unterwegs und dann, nun ja. So. Natürlich sind so welche Bälle, die ziemlich hoch springen, ein bisschen nervig und mies manchmal. Weil man die einfach nicht so leicht kriegt, aber ja, kein Problem. Unsere Reise geht weiter nach Nepal. Wow, wunderschönes Nepal. Natürlich ändert sich die Musik auch mit dem entsprechenden Leveln. Aber nun ja. Ich meine, wir müssen ja nicht unbedingt diese Musik anlassen, wenn wir wollen. Aber wir lassen die Musik an, weil sie einfach zu dem Spiel passt. Und weil man damals das Optionsmenü noch nicht so eingebaut hat, dass man die Musik ausschalten kann. So. Am besten hier runter, weil diese Dinger können gefährlich werden. Und dann nehmen wir am besten die Slow-Motion-Funktion. Nein! Und das ist der Anker. Das ist natürlich sehr scheiße, dass wir den Anker jetzt haben. Einerseits ist der praktisch, da kann man so machen und dann, hey, der hängt da. Aber andererseits nervt er ein bisschen. So. Oh! Ganz vergessen. Hoho! So, und das ist Dynamit! Das macht die ganze Sache natürlich ein bisschen behinderter. Vor allem, weil ich nicht nachgedacht habe, was ich ja gerade gemacht habe. Oh Mann, ey. Ich denke mal wieder so viel nach. Ein Glück, dass wir den doppelten Schuss haben. Ansonsten wäre das hier alles ein großes Problem. Und jetzt nutzen wir natürlich die Vorteile des Ankers, weil, mal ehrlich, zack, zack, ist das Ding fertig. Oh, wir haben noch ein Leben. Ich sollte aufhören, so viel Scheiße zu bauen. Weil eigentlich ist das ja nicht schwer. Wuhu! Ich hasse es. Oh, Ananas! Ja, ich hasse es eigentlich, wenn die Bälle so klein sind, weil dann sie schwerer halt zu treffen sind, weil kleinere Bälle sind schwerer zu treffen. Wer weiß das nicht, dass kleine Brüder sind auch immer schwer zu treffen, wenn man eine Eisenbahn, Holzeisenbahn oder so nach dem wirft. Ist manchmal blöd, aber was willst du machen? So, nach Istanbul geht's jetzt. Schön, Istanbul. Und man hört. Sorry, das muss jetzt sein. Komm. Nein, 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 nein. Ja, egal, wir hatten unseren Spaß mit unseren Laser. No. So. Und wir kriegen ein Leben, weil wir 100.000 Punkte erreicht haben. So. Sofern ich mich noch hieran erinnere. Und ich erinnere mich noch sehr gut daran. Müsste eigentlich hier ein Leben sein. Was habe ich gesagt? So, und hier dürfte eigentlich. Ja, okay, da ist der. Ja, genau. Nun ja, was soll man machen? Mais! So, das sind, fragt mich nicht, was das für Teile sind. Sie fliegen einfach umher wie kleine Uhus. Wenn irgendwas getroffen wird, genau, sieht das etwa so aus und dann. Und ein Krokodil haben wir schon kennengelernt. Hi, Krokodil, komm her! Ich schmeiß dich einmal um und dann. Komm! Ah, schade. Ja, es macht auf jeden Fall Bumm, ne? Und frisst auch die Kugeln so. Also ist schon ein großer Vorteil für uns. So. Natürlich kriegen wir den. Dankeschön! Ja, das nehmen wir natürlich sehr als Vorteil für uns. Weil der Blaster ist das Beste, was eigentlich passieren kann in dem Spiel. Weil dann geht es auch schnell vorbei und wir haben jetzt, ja, sehr viel geschafft und Asien ist besiegt. Oder eher gesagt, geschafft. Bonus Stage. Okay, wir nehmen rechts. Hey, ihr Lieben! Wunderschön. Und jetzt geht's zur nächsten Welt. Mit einem Zeppelin nach Deutschland. Wunderschönes Deutschland. So, einmal kurz warten und dann. Ja, man sieht schon. Ich glaube, das ist Schloss Neuschwanenstein. Ich bin mir gerade unsicher. Ich müsste mal überlegen. Natürlich, ist mein Essen jetzt da oben? Ne, ich verzichte auf mein Essen.
Auch wenn ich ungern auf mein Essen. Nein, ich will mein Essen haben! Wow, oh, oh, oh. Ich möchte einmal nur hier runterkommen. So. Ich habe mein Essen doch noch bekommen. Ich bin so zufrieden gerade. Und ihr seht, diese Teile werden nach Zeit ein bisschen in dem Spiel ein bisschen nervig. Aber nun ja. Und da fliegen sie schon wieder. Aber wir brauchen sie nicht. Welt 14 ist abgehakt. Es wird abends. So, wir machen erstmal die Seite hier. Weil dieser Schweinehund gleich darüber kommt. Oh, wir haben ein Schutzschild. Okay, das ist natürlich... Ja, das ist gut. Natürlich. So. Boah, leichter Hänger. Ich möchte jetzt einmal noch darüber kommen, damit wir dieses Kugelding auch besiegen können. Und dann haben wir gleich auch dieses Level abgehakt. Oh, 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 oh. Nein! Nein, 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 ich habe ganz auf das Pony geachtet, weil ich das Pony haben wollte. Immerhin gibt unser Pony immer ein Leben. So. Jetzt wird es langsam ein bisschen wilder hier alles, weil die Level werden auch immer schwerer. Oh, 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 lalalalalala. Hör ich das Telefon? Na? Ich höre kein Telefon. Oder? Ah, das ist ein Köter. Natürlich ist das ein Hund, der da draußen rumbrüllt. Mein Gott. Ich dachte schon, ich höre mein Telefon. Aber der Köter soll die Fresse halten. Und wir haben 200.000 Punkte erreicht, heißt ein Leben. Ja, der Köter ist das ernsthaft, das ist schrecklich. So, willkommen in Venedig, Stadt der Flüsse, der Überflutungen und der hohen Wasserkosten. Warum auch immer eigentlich. Und das, glaube ich, wird das die erste Frucht sein, die wir nicht haben können. Es sei denn, wir kriegen jetzt noch ein Schutzschild. Und wenn wir nicht gleich Glück haben, dann werden wir hier nicht zerfetzt und... Ja, die Frucht kriegen wir nicht mehr. Dafür kriegen wir eine super Explosion und haben ein kleines Problem jetzt langsam. Weil diese... Oh, da sind zwei. Diese Bälle, ja, sind manchmal unberechenbar. Ready or not, hohe Bälle wieder mal. Natürlich, ich hasse hohe Bälle. Weil, schaut euch das an, wie soll man die treffen? Das wird eh so Bullshit von gestern, das ist jetzt eh nur ersatzweise, weil Master End zu Ende ist und, nun ja. Master End war schön, aber es gibt Schöneres und ich gucke gerade schon nach Schönerem. Aber, ja, wie gesagt, Schönes zu finden ist heutzutage richtig schwer. Und das war knapp. Das Problem ist, wir haben keinen Doppelschießer und deswegen macht das die Sache hier alles ein bisschen schwerer, als sie sein soll eigentlich. Aber ich sehe damit kein Problem. So, auf nach Spanien. Schön übers Meer eigentlich mit den Zeppelin. Okay. An das Level erinnere ich mich gerade gar nicht mehr wirklich. Es ist auf jeden Fall behindert, weil... Oh nein. Ja, das war mir irgendwie klar, was passiert. Das war mir jetzt irgendwie klar. Wir müssen erstmal hier oben... Nein, wir müssen das erstmal tot machen, damit wir hier den Doppelschuss kriegen. So, wir müssen aufpassen, dass wir nicht den Anker kriegen. Wenn man davon spricht, dann kriegen wir ihn auch noch. Super. Neue Strategie, neues Glück. Ich weiß es nicht. Natürlich jetzt ein klitzekleines Problem. Es nennt sich hier unten das. Oh, der Ball kommt hoch. Wow. Hätte nicht damit gerechnet, dass der Ball da hochkommt. So, und jetzt runter. Und, oh, leichte Slowdowns. Und wir müssen irgendwie den Bällen hier ausweichen. Und diese Teile sind ein bisschen, ja, gemein, weil sie lenken die ganzen Bälle um. Da bin mir jetzt lieber ein Krokodil hier zufrieden. Aber Krokodile, nun ja. Hallo Leute, wie soll ich da reinkommen? Oh, oh, sowas ist böse dann. Wenn so ein Ding kommt und das Ganze umleitet, das ist einfach nur teuflisch, aber... Was willst du machen?
Es kommt der behinderte Ball auch nicht mehr da raus, natürlich. Und jetzt könnt ihr gleich wetten dadurch. Nee, geht ja nicht, okay. Wieder eine Fail-Stage sozusagen. Ja. Mein Gott, ich bin auch so behindert. Nun ja, was sollen wir machen? Jetzt spielen wir mit dem großen Ball. Und müssen lernen, größere Wege zu machen. Und ein bisschen schneller zu schießen. Jetzt spielen wir mit den kleinen Bällen. Natürlich.